Der Emissionshandel könnte eine Lösung für den Klimawandel darstellen. Doch das Instrument wirft auch viele Fragen auf. Antworten geben der Chefvolkswirt der LBBW, Dr. Moritz Krämer, und sein Gast Professor Achim Wambach, Präsident des ZEW und Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Mannheim. Es ist 11:55 fürs Klima. Auch dieses Jahr, 2022, haben wir wieder ein Rekordjahr für Dürren, Überschwemmungen, Hitzerekorde allenthalben, Waldbrände. Dafür verantwortlich zu einem erheblichen Maß ist der menschengemachte Klimawandel. In Europa ist dafür eines der Hauptinstrumente zur Bekämpfung des Klimawandels das Instrument des Zertifikatehandels. Darüber möchte ich heute sprechen mit Professor Achim Wambach. Er ist der Leiter des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung, ZEW, in Mannheim, und darüber hinaus der Autor eines gerade erschienenen Buches mit dem Titel Klima muss sich lohnen. Darüber wollen wir heute sprechen, Herr Wambach. Ja, guten Tag. Ja, zunächst mal, in dem Buch outen Sie sich ja auch als glühender Verfechter und Fan des Emissionshandels. Vielleicht erläutern Sie mal ganz kurz, was Sie daran so fasziniert und wo die Vorteile liegen. Genau, es geht jetzt eigentlich darum, wie wir aus der sozialen Marktwirtschaft eine sozial-ökologische Marktwirtschaft machen. Also wie wir das Ökologische in die Marktwirtschaft hineinbekommen. Und das Instrument der Marktwirtschaft sind Preise. Preise bestimmen, wer was macht, wer was bekommt. Und insofern ist es eine ganz wichtige Aufgabe, auch die Verschmutzung in die Märkte hineinzubekommen. Und das macht der Emissionszertifikatehandel. In diesem Handel kaufen Unternehmen, die CO2 in die Luft bringen, Zertifikate und müssen dafür zahlen. Und die, die sagen, das ist uns zu teuer, die machen dann saubere Technologien. Und die, die es aber nicht hinbekommen im jetzigen Zeitpunkt, kaufen diese Zertifikate. Das Instrument gibt es jetzt schon seit 15, 17 Jahren. 2005 wurde es eingeführt zum ersten Mal. Trotzdem verfehlt Deutschland seine Klimaziele. Also funktioniert es nicht? Oder wo muss nachgesteuert werden? Also die Preise in dem Emissionszertifikathandel waren lange Zeit sehr niedrig, sodass viele gesagt haben, der tut es nicht richtig, der gibt nicht die richtigen Anreize. Aber die Phase ist vorbei. Wir haben jetzt Preise, zeitweise war es über 100 Euro pro Tonne CO2, jetzt sind wir bei 80 Euro, 90 Euro. Das sind realistische Preise. Und die Studien zeigen auch, dass wir mit diesen Preisen in der Größenordnung sind, sodass wir die europäischen Ziele erreichen. Ob Deutschland dann seine eigenen Ziele erreicht, das ist nochmal eine andere Sache. Ist eine andere Sache, ist aber eigentlich auch egal dann, solange wir als Aggregat Europa erfolgreich sind? Oder ist es schon wichtig, dass wir national auf jeder Staatenebene auch unsere Ziele erreichen? Ja, sagen wir so, das Klima kümmert sich nicht darum, ob Deutschland die Ziele erreicht. Da ist also eigentlich auch nicht am Ende Europa, sondern die Welt muss die Ziele erreichen. Aber für Europa sollten die europäischen Ziele gelten. Die deutschen Ziele sind schon wichtig, um auch so eine Orientierung zu haben, wo marschieren wir hin. Aber am Ende sind die europäischen Ziele das Maßgebende, die Erreichung der europäischen Ziele. Das Instrument, was wir jetzt haben, wirkt das schnell genug? Haben wir eigentlich so viel Zeit? Ich habe gerade beschrieben, wie viele Klimakatastrophen wir eigentlich auf regionaler Ebene ständig sehen. Wäre es nicht wichtig, ein bisschen mehr Vorwärtsverteidigung? Also sagen wir, brauchen jetzt flankierende Maßnahmen. Zum Beispiel Themen Besteuerung von besonders energieintensiven Produkten über die Mehrwertsteuer beispielsweise, Tempolimits, was so alles diskutiert wird. Reicht es wirklich aus mit dem Markt? Denn der Markt hat uns ja auch letztlich diese Bescherung eingebrockt. Ja, Klimawandel ist das größte Marktversagen. Jetzt soll es der Markt richten. Klingt ein bisschen komisch. Ja, aber es ist so, der Markt ist das Problem, aber der Markt ist auch die Antwort. Was halt bisher nicht erreicht wurde, ist, dass wir die Verschmutzung in die Märkte hineingetragen haben. Und das geschieht aber jetzt. Es soll einen zweiten Emissionshandel geben, weil noch sind nicht alle Märkte abgedeckt durch diesen Emissionshandel. Reicht der aus? Nein, der reicht nicht aus. Die Regierung hat noch eine ganze Menge von Aufgaben, gerade im Infrastrukturbereich. Die Stromnetze müssen ausgebaut werden. Wir haben zu wenig Fläche für Windkraftwerke. Da kann die Regierung noch sehr viel machen. Und Forschung und Innovation. Wir haben gesehen, in den letzten 20, 30 Jahren sind die Preise zum Beispiel für Photovoltaik unglaublich stark gesunken, um über 90%.
Wir brauchen dasselbe auch im Wasserstoffbereich, weil die Energiewende basiert darauf, dass wir grünen Wasserstoff bekommen. Und da muss noch viel Grips hineingesteckt werden. Wie wird Wasserstoff transportiert? Wie können wir es kostengünstig industriell grünen Wasserstoff herstellen? Deswegen Förderung von Forschung und Innovation muss sicherlich darüber hinaus gemacht werden. Also als staatliche Aufgabe auch, als gewissermaßen Industriepolitik, wenn wir uns an die Photovoltaik, an die Anfangszeit erinnern, da gab es ja auch Förderung ganz explizit, bevor das alles nach Asien abgewandert ist. Also der Staat muss hier auch eingreifen und diese Technologien fördern, oder ist es, kann man das dem Markt überlassen? Nein, er muss eingreifen, aber man muss hier aufpassen, fördert der Staat die Produktion oder fördert er die Entwicklung? Der Staat sollte eingreifen, aber gerade in diesem Forschungs- und Entwicklungsbereich. Und das macht er auch. Wir haben europäische Projekte zur Wasserstoffforschung, wir haben deutsche Projekte zur Wasserstoffforschung. Ich denke, da könnte noch mehr gemacht werden. Ja, lassen Sie uns mal kurz drüber sprechen, was das alles bedeutet für Unternehmen, für unsere Kunden zum Beispiel auch. Ja, wir haben jetzt einen Preis für Emissionen. Dieser Preis schwankt aber sehr, nicht? Und das macht es natürlich ungeheuer schwierig zu planen. Man muss ja auch Investitionen auf den Weg bringen, um die Emissionen mittelfristig zu reduzieren und zu dem Net Zero hinzukommen. Diese Kostenplanung oder die Ertragsplanung der Investitionen hängt natürlich auch vom Preis ab. Jetzt schwankt es rum. Jetzt hat die Regierung im Entlastungspaket 3 erstmal die Erhöhung ausgesetzt. Wie sollten sich Unternehmen verhalten in so einem volatilen Umfeld? Ja, da gibt es keine leichte Antwort, weil die Unternehmen bei ihren Investitionen müssen ja nicht nur auf heutigen Preis schauen, sondern wie ist der in 5 Jahren, wie ist der in 10 Jahren. Für die Unternehmen bedeutet es, fossile Energie wird teurer. Da müssen die sich drauf einstellen. Durch den Emissionshandel, auch jetzt durch Flüssiggas, das wir bekommen, fossile Energie wird teurer. Das heißt, bei den Investitionen schon klar berücksichtigen, was das für Auswirkungen hat auf Logistik, auf Verkehr, auf Transport, auf die Energieträger, die verwendet werden. Also ich glaube, das ist das Hauptinstrument, was man hat. Konkret bei den volatilen Preisen, man kann sich natürlich auch dagegen hedgen. Man kann jetzt schon Futures kaufen. Man kann also schon Instrumente einsetzen, die sagen, also ich brauche die Zertifikate nicht heute, aber ich brauche sie in 3 Jahren. Dann kaufe ich sie vielleicht heute und ich kann sie aufbewahren, ja, oder ich kaufe einen Vertrag, sodass ich sie in 3 Jahren beliefert bekomme. Also man hat auch Finanzinstrumente, die man einsetzen kann für die Investitionsentscheidungen. Die sind ja nicht vom Tagesgeschäft abhängig, brauchen wir die lange Perspektive. Jetzt haben wir natürlich gerade eine Energiekrise, wie wir sie seit den 70er Jahren nicht mehr kennen. Und viele CO2-Emissionen kommen natürlich aus dem Energiebereich. Und wir merken jetzt auch, was das für soziale Implikationen mit sich bringt. Also die Regierung hat zum Beispiel die Erhöhung des CO2-Preises erstmal verschoben, was natürlich auch die Vorhersehbarkeit des Instruments eigentlich ein bisschen unterwandert. Muss ja planbar sein. Gleichzeitig sehen wir aber auch die Verteilungswirkung, wenn Energiepreise höher geschraubt werden. Und ein CO2-Preis im Emissionshandel letztendlich würde das ja erzeugen. Ist das sozial verträglich? Niedrigeinkommenshaushalte geben eben einen größeren Anteil aus an Mobilität, Verkehr, Heizen als besser situierte Haushalte. Fällt uns das nicht sozialpolitisch und gesellschaftspolitisch dann auf die Füße, wenn bei uns die Energie noch teurer wird? Ja, also teure Energie ist nicht per se sozialverträglich und da muss der Staat auch eingreifen. Und die jetzige Krise, in der wir jetzt sind, hat auch eine Reihe von Lektionen geliefert. Also ein Beispiel, der Staat hat zu Anfang versucht, jedem Geld zu geben, jedem zu helfen. Und im Koalitionsvertrag steht auch das Klimageld drin. Also in der Klimapolitik ist ein ähnlicher Gedanke, wir geben jedem 300 Euro. Aber warum muss man mir jetzt als Professor 300 Euro geben? Ich komme durch die Krise auch durch. Und das hat der Staat auch gemerkt, nicht weil es mich betrifft, sondern weil er gemerkt hat, wir müssen zielgerichteter subventionieren. Und das ist, glaube ich, auch die Maßnahme in der Klimapolitik. Zielgerichtete Maßnahmen, die vulnerablen Haushalte, dass man die mitnimmt. Wir brauchen nicht den wohlhabenden Haushalten dann noch Unterstützung zu geben. Aber ja, der Staat ist da gefordert, dass da alle mitkommen. Können wir zuversichtlich sein, dass die Reaktionen, die erforderlich sind, um tatsächlich die Emissionen zu reduzieren, dann auch geschehen? Also es wird ja irgendwie gedeckelt, aber wir sehen jetzt beispielsweise, bis jetzt jedenfalls in der derzeitigen Energiekrise, dass die Preissignale gar nicht überall so wirken. Also bei den Haushalten zum Beispiel haben wir noch relativ wenig Einsparungen beim Gas- und Stromverbrauch. Kann es sein, dass die Preise steigen, aber die Reaktion bleibt aus und wir verfehlen die Ziele für die Emissionen langfristig?
Ja, also die Preise wirken jetzt in der Krise schon extrem stark bei den Unternehmen. Und das ist auch, glaube ich, die Lektion, die wir aus der Krise jetzt für die Klimapolitik mitnehmen können. Die Unternehmen haben ihren Gasverbrauch sehr stark zurückgestellt. Das heißt, Preise wirken. Was wir aber auch sehen, ist, die Unternehmen haben viel verlagert ins Ausland. Ammoniak wird jetzt aus dem Ausland importiert, vorher haben wir das exportiert. Das bedeutet aber auch, dass wir die Verschmutzung verlagern ins Ausland. Und da müssen wir natürlich aufpassen, dass wir keine Klimapolitik machen, sodass am Ende im Ausland verschmutzt wird und hier alles sauber ist. Also die Lektionen für mich aus dieser Krise jetzt sind erstens, die Preise wirken bei den Unternehmen. Zweitens, wir müssen aufpassen, dass wir die Verschmutzung nicht verlagern. Was die Haushalte betrifft, die sehen die Preise noch nicht. Die so langsam wandern die in die Haushalte rein. Das ist eine unglückliche Politik, die da gemacht wird, weil die müssen auch ihren Beitrag leisten, die Haushalte, die sollten ihren Beitrag leisten, aber dafür müssen die auch sehen und wissen, womit sie es zu tun haben, und da ist noch einiges zu tun. Aber wenn wir jetzt, gehen wir mal auf dieses Thema der Verlagerung von Emissionen ein, also die sogenannte Carbon Leakage, wie die Ökonomen das nennen. Das heißt, hier ist es zu teuer, CO2 auszustoßen, machen wir es in China. Ja, in China gibt es zwar auch einen Handel, aber die Preise sind sehr viel niedriger. In Korea sind sie auch sehr viel niedriger. Wir haben ohnehin schon mit die teuersten Strompreise, beispielsweise in Deutschland, ein Drittel höher als im EU-Durchschnitt. Wie können wir das gewährleisten, dass wir hier nicht unsere industrielle Basis verlieren, wenn wir noch höher gehen? Sollten nicht erstmal Frankreich und Italien und all die anderen Länder, die viel niedrigere Preise haben, erstmal nachziehen und wir als Europäische Union dann gemeinsam agieren? Schneiden wir da uns nicht oder sägen wir uns nicht den Ast ab, auf dem wir sitzen als Industrienation? Also die Sorge ist realistisch, dass wir, ich würde jetzt schon für Europa sprechen, eine ambitionierte Klimapolitik machen und unsere Unternehmen wandern weg. Dessen ist sich die Politik aber auch bewusst. Und hatten eine Reihe von Maßnahmen. Was im Moment diskutiert wird, ist die Grenzausgleichszoll, dass an der Grenze die Unternehmen, die sozusagen schmutzige Produkte hinein importieren wollen, insbesondere im Stahlbereich zum Beispiel, dass die dann einen Zoll zahlen müssen, eine Abgabe zahlen müssen. Das Problem damit ist, dass wir damit Europa so ein bisschen isolieren vom Rest der Welt. Und Klimaschutz ist eine Weltaufgabe, das ist keine europäische Aufgabe. Deswegen eine Alternative ist der Klimaclub, dass man sagt, der Gedanke ist eigentlich richtig, wir kombinieren die Wirtschaftsräume mit der Klimapolitik, aber nicht nur den europäischen, sondern auch den amerikanischen Wirtschaftsraum. Und eigentlich brauchen wir auch den chinesischen Wirtschaftsraum dazu, sodass wir einen Klimaclub haben. Mit den drei Räumen hätten wir über 50% der Weltwirtschaft, über 50% der Emissionen. Wenn die sagen, wir machen Klimapolitik und jeder, der in unseren Raum rein will, der muss aber eine Abgabe zahlen oder er macht auch Klimapolitik, dann hätten wir einen echten Hebel, um die internationale Klimapolitik voranzubringen. Da müssten wir natürlich zunächst mal erstmal China an Bord bekommen als größten Emittenten. Also die Kontaktlinien, Kommunikationslinien mit China werden ja eher weniger im Laufe der letzten Monate und Jahre auch schon. Ist vom Partner zum Rivalen aufgestiegen. Würde es Sinn machen, trotzdem auch ohne China im Klimaclub voranzugehen? Und wenn wir sagen, wir besteuern dann die Importe aus China, woher wissen wir denn, wie viele Emissionen in den Produkten jeweils drin sind? Wie hoch muss denn die Steuer dann jeweils sein? Also die Beobachtung ist schon richtig. China ist jetzt nicht der einfachste Verhandlungspartner, was das betrifft. Aber zum einen, Klimapolitik ist auch in China ein Thema. Das ist eine der wenigen Gemeinsamkeiten, die wir haben. Der Klimawandel wird auch China sehr stark treffen. Auch durch die Dürre jetzt, nicht? Und die Energiekrise, die sie selber haben, wegen geringerer Wasserkraft. Genau. Und die ganzen Simulationen zeigen auch, also dass sozusagen China hat viele Regionen, die stark betroffen sind vom Klimawandel. Und wir haben gar keine Alternative. Also wenn wir eine Klimapolitik machen mit den USA und hier ist alles schön und gut, ja, das ist der Großteil der Emissionen, der ist tatsächlich, der geht vom asiatischen Raum aus, von China, Indien ist stark am Wachsen. Wir brauchen Politiken, die übernehmen können, die auch kopierfähig sind in diesen Regionen. Deswegen ist, glaube ich, die eine Lektion ist, wir müssen es so effizient wie möglich machen, sodass die auch sagen, ja toll, das machen wir auch. Also Photovoltaik ist ein gutes Beispiel. Das ist so günstig geworden, dass es in manchen Regionen eine echte Alternative ist zu fossilen Energieträgern. Und das andere ist, aber der Klimaclub muss schon die Ambition haben, China mit einzubeziehen. Ja, vielleicht noch so zum Abschluss. Haben Sie das Gefühl, dass das Thema Klimawandel noch den Stellenwert hat in der Diskussion, den es natürlich verdient, weil es ja eine existenzielle Herausforderung nicht für uns in Deutschland und Europa, sondern global eigentlich für die Menschheit und alle anderen Wesen, die es gibt, genauso für die Biodiversität. Jetzt haben wir Pandemie, wir haben Krieg, wir haben Energiekrise. Man sieht und hört eigentlich nicht mehr viel über Klima. Im Gegenteil, wir lassen jetzt mehr Kohlekraftwerke laufen. Verpassen wir gerade den Zug?
Also ich glaube, die Krise hat auch eine Lektion für den Klimawandel. Die Abhängigkeit von russischem Gas, die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern, auch mit unseren Maßnahmen. Wir sehen jetzt, was hohe Energiepreise bedeuten. Also wie setzt man das um? Wie schaffen wir es, die Unternehmen zu behalten? Im Hintergrund wird einiges gemacht. Die Regierung, also nicht nur im Hintergrund, sie hat auch Gesetze bereits vorgeschlagen, eine Beschleunigung der Genehmigungsverfahren, sodass der Netzausbau beschleunigt wird, wir mehr erneuerbare Energien bekommen. Deswegen, nein, da wird einiges gemacht, aber es ist schon richtig in der öffentlichen Diskussion, also ist die Krise im Vordergrund. Mhm. Ja, es gibt viel zu tun. Vielleicht COP27 nochmal ein Neustart, dass wir da richtig durchstarten. Vielleicht sind die anderen großen Probleme bis dahin auch relativiert. Das wäre natürlich stark zu wünschen. Aber dieses Thema wird uns noch eine ganze Weile begleiten. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Professor Bamba. Ja, sehr gerne.